Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin Together. Und ja, wir sind hier in einer Arena. Sind wir in einer Arena? Ich glaube aber, wir sind schon fertig. Jo, wir sind schon fertig. Aber ich schaue einfach mal sicherheitshalber nochmal. Okay, wir sind fertig. Ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr in unseren Ordensmappe zu schauen, wenn Barry vor der Tür auf uns wartet. Hey, das ist der Minenorden. Gut gemacht. Bei deiner Stärke solltest du dir überlegen, ob du nicht Pokémon-Champ werden willst. Natürlich bin ich stärker als du. Daher hast du kaum eine Chance, es tatsächlich zu werden. Na egal. Lucius, komm mit in die Bibliothek. Deswegen verliert er auch die ganze Zeit gegen uns. Moment, ich schau mal auf unsere Pokémon. Okay, sind alle voll geheilt. Weil ich glaube, der will vielleicht nochmal kämpfen. Ah ne, wir haben ja schon auf der Brücke gegen ihn gekämpft, also gehe ich mal nicht davon aus, dass er jetzt nochmal gegen uns kämpft. Nicht schnell genug. Machen wir ein bisschen hin. Hopp, hopp. Okay, wenn er das meint, dann gehen wir einfach mal hinterher. Ich denke, jetzt kommt wieder so ein kleiner Story-Teil. Okay, die will kein Geld von uns. Achso, Bibliothek, nicht Museum. Da muss man auch kein Geld bezahlen. Ich rede mal kurz mit der. Was ist denn? Bitte stör mich nicht beim Lesen. Okay, Entschuldigung. Hat der gute Mann was für uns? Na, dann bist du ein bisschen dumm. Der Bücher nicht versteht. So. Hey Lucius, hierher. Hier geht es lang. Oh je. Ich glaube, ich weiß noch, was kommt. Also gut, U Opi. Ich habe Lucius mitgebracht, wie ich gesagt habe. Nun bin ich auch schon wieder weg. Punkt, 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 Punkt. Ja, ich verstehe schon. Endlich sind alle hier. Lucius, ihr anderen, hört zu. Ich erinnere euch daran, dass ich die Entwicklung von Pokémon studiere. Aber je mehr ich studiere, desto mehr Geheimnisse tauchen auf. Pokémon, die sich entwickeln und solche, die es nicht tun. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Entwickeln sich nur die, die noch nicht ausgereift sind? Und was ist denn dann mit den legendären Pokémon, die sich nicht entwickeln? Müssen wir dann annehmen, dass diese Pokémon schon ausgereift sind? Ich habe eine Bitte an euch. An den drei Seen von Sinnoh soll drei Illusions-Pokémon leben. Wenn wir Daten über diese Pokémon bekommen könnten, würde das vielleicht etwas Licht auf den Prozess der Entwicklung von Pokémon werfen. Ich benötige bei diesem Unternehmen die Hilfe jedes Einzelnen von euch. Helft mir, die Pokémon zu finden, die Illusion Pokémon gelten. Das habe ich, glaube ich, falsch gelesen. Hey, was ist das denn? Wieso habe ich keinen Pokédex? Und wer ist aus dem Labor gerannt, wie von einer Tarantel gestochen, bevor ich ihm einen Pokédex geben konnte? Aber das ist längst Schnee von gestern. Um ein guter Trainer zu werden, ist es auch wichtig, Pokémon mit eigenen Augen zu sehen. Sie können auf mich zählen. Ich werde mit meinem Pokédex helfen. Du doch bestimmt auch, Lucius, oder nicht? Ich hätte euch auch ohne. Egal. Es gibt drei Seen und ihr seid drei Trainer. Teilt euch auf, sodass jeder einen See untersucht. Lucia, du gehst zum See der Wahrheit. Wird gemacht. Barry, ich möchte, dass du zum See der Stärke gehst. Das führt dich fast bis nach Blissach. Der Weg dorthin ist schwierig, daher schafft das nur ein starker Trainer. Ja, sicher. Opi, du nennst die Dinge beim Namen. Du weißt, dass ich der Beste bin. Und weißt du was? Ich wollte sowieso ein paar von diesen legendären Pokémon für dich fangen, weil du uns unsere Pokémon auf Route 201 gegeben hast. Das hatte ich nur irgendwie bis vor einer Sekunde vergessen. So soll es sein. Ich zähle auf dich. Und so bleibt für Lucius nur noch der See der Kühnheit. Der See befindet sich zwischen Schleide und Weideburg, wenn ich mich richtig erinnere. Bumm. Bumm, bumm, bumm. Ist es vorbei? Es ist doch niemand verletzt. Was sollte das denn? Also ich meine zum Fernseher. Los, Nachrichten, irgendwas. Okay, die Nachrichten sind sehr schnell aktuell. Aber da passiert gerade nichts.
Habe ich sie jetzt weggedrückt? Ah, okay. Die Szene, die sie eben sahen, stammt vom Ort des Geschehens. Sie wurde von einem zufällig anwesenden Kameramann aufgenommen. Da ist man wirklich sprachlos. Möglicherweise wird nach der Explosion etwas am See freigelegt. Hey Opi, die sagen, das war eine Explosion. Aber wieso am See der Kühnheit? Lass uns nach draußen gehen. Ich mache mir Sorgen um den Ort. Kinder, seid vorsichtig, wenn ihr die Treppen heruntergeht. Okay, ich glaube jetzt nicht, dass wir sterben, weil wir die Treppen runterfallen. Lucius, du sollst auch aufbrechen. Sei bitte immer auf der Hut. Es könnte Nachbeben auftreten. Was sind wieder die Pokémon? Ich glaube, wir spielen Pearl. Da weiß ich gar nicht, was... wir spielen Platin. Normal ist es Diamant und Pearl. Was ist bei Platin die Pokémon, die man bekommt? Alle beide? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Dieses Beben gerade. Es hatte keine natürliche Ursache. Hey, Leute, habt ihr das nicht gehört? Am See der Kühnheit soll es zu einer Mega-Explosion gekommen sein. Aber jetzt ist wohl alles wieder in Ordnung. War wohl nur so sehr laut. Opi, ich mache mich auf die Socken. Ich habe da ein ungutes Gefühl. Dieser Barry kann wohl niemals still sitzen. Lucius, ich möchte nicht zu viel von dir verlangen, aber du musst zum See der Kühnheit. Nach solch einer Explosion ist dort wohl kaum alles in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Du musst es herausfinden. Aber bevor du aufbrichst, muss ich dich warnen. Unternimm nichts, was gefährlich werden könnte. Wir werden dir helfen, sobald wir am See der Wahrheit nach dem Rechten gesehen haben. Lucius, du passt auf dich auf, versprochen? Natürlich tun wir das. See der Kühnheit. Ich glaube, der ist der See, der hier unten ist. Oder, ne, das ist Wahrheitsufer. Ne, das ist See der Wahrheit. Ist das hier das See der Kühnheit? Ja. Dann gehen wir am besten nach Weideburg. Pokémon sind alle so in Ordnung. Wir haben hier ein... Haben wir das jemals angesprochen, das Schild? Geht gar nicht, okay. Wo geht's hier lang? Pokémon-Warte. Da wird bestimmt auch noch irgendwas kommen. Oder da war schon was. An der Pokémon-Warte. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erst einmal zum See der Kühnheit. In der Hoffnung haben wir das Fahrrad ausgewählt. Gut. Auf nicht allzu viele Trainer zu begegnen. Hier sind wir, glaube ich, auch erst vor 2-3 Folgen lang geradelt. Wo geht's hier hin? Okay, das ist nur ein Hotel, aber da müssen wir lang. Oder auch nicht. Können wir durch das Hotel? Oder irgendwie durch einen Hintereingang? Ja, genau. Okay. Gute 213. Kühnheitsufer. Dann geht es da lang. Wahrscheinlich zum Kühnheitssee. See der Kühnheit. So. Wir holen nochmal das Fahrrad raus. Oh, ein 7-Sterne-Restaurant. Oh, das ist gut. Das glaube ich sogar schon unrealistisch gut. Naja. Okay, hier gibt es Team Galactic, ist das, glaube ich. Aber warum ist... Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was hier abgeht. Aber wir sprechen mal einfach mit denen. Da unten ist ein freigelegtes Kappador. Hahaha, nächster Halt, See der Wahrheit. Der nächste Ort, der einer Zivilisation am nächsten kommt, ist das Kaff der... ist das Kaff Zweiblattdorf. Keiner wird sich uns also entgegenstellen. Okay, die wollen nicht mal kämpfen gegen uns. Können wir dem Kappador helfen? Ich glaube nicht. Können wir das fangen? Jetzt schmeißt du einfach einen Pokéball drauf. Einfacher wird es auch nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal weiter. Die will kämpfen auf jeden Fall. Möchtest du dich dem Kappador anschließend hilflos im Matsch zappeln? Zappeln? Ich glaube, das möchtest du. Und Nick ist ganz vorne. Der schmeißt dann mal schön eine Aurasphäre auf dieses
unnütze Pokémon. Ist sogar noch hilfloser als Admin Kabater. Ich glaube, die hat sich ein bisschen übernommen mit uns. Ich hole einfach mal Wendigo rein. Ich glaube, Wendigo hat sogar eine neue Attacke bekommen von Kilian. Weil auf der Route es gab das TM 82 auf dieser einen Route im Wasser. Und das müsste Kreuzschere gewesen sein. Genau, da haben wir Kreuzschere. Und Rasierblatt hinterher. Das ist nicht sehr effektiv, dann ist es sehr gut, dass wir zuerst die Kreuzschere benutzt haben. Ich bin mal gespannt, wie die sich jetzt umwerfend. Das soll die Entschuldigung sein dafür, dass die uns so dumm angemacht hat. Das ist ihr Ernst? Das dort lebende Pokémon. Nun rate doch mal. Irgendein Illusions-Pokémon, ne? Okay, hier geht es lang. Oh, die hat sich dead. Was ist denn hier los? Selbst Team Galactic hat keinerlei Verwendung für Carbador. Ach, die sammeln die hier einfach alle. Team Rocco, heißt das Rocco? Team Rocco? Nein. Wie heißen die? Doch, Team Rocco ist das, glaube ich. Team Rocket, so. Die hätten die alle genommen. Wir haben die Galaktikbombe gezündet. Ihre Sprengkraft war enorm. Ja, so enorm kann sie ja. Ich finde es überraschend, wie schnell die im Übrigen, oh Gott, jetzt habe ich es wieder mit der Sprache, die ganzen Treppen in den See gebaut haben. Aurasphäre, Erdbeben, Lichtkanone. Was? Lichtkanone könnte effektiv sein. Kampf ist auf jeden Fall nicht effektiv. Versuch's einfach mal mit der Finster-Aura. Vielleicht ist sie ja stark genug. Aber Unlicht gegen Unlicht ist auch jetzt so lala. Ich glaube, Golbat müsste Flug Unlicht sein. Ich versuch's mal mit der Lichtkanone. Ja, das reicht auf jeden Fall. Und wir bekommen einiges an Erfahrung. Ja. Meine Pokémon sind ja auch super. Aber wir holen jetzt erstmal wieder Wooper nach vorne. Mal schauen, was da unten ist. Den kennen wir natürlich noch. Da oben geht's in die Höhle. Hier sind überall Kabadors verstreut. Ich möchte nur mal kurz checken, ob hier ein Item irgendwo versteckt ist. Das ist doch schon sehr verdächtig. So, jetzt kämpfen wir erst einmal gegen ihn. Anstelle unseres Bosses werde ich dich für deinen Widerstand bestrafen. Du könntest ja auch einfach ins Gefängnis gehen und uns unsere Arbeit machen lassen. Oh, ein Klibunkel. Das ist Wupan nicht die beste Wahl, aber immer noch gut genug. Nahkampf ist wahrscheinlich, Tempohieb ist wahrscheinlich nicht effektiv. Ja. Dann nutzen wir einmal das Flammenrad und das sollte reichen. Oder ist Klibunkel auch Wassergift? Würde mich nicht wundern, wenn es Wassergift ist. Ne, ist nur Gift, okay. Gungapu, das dürfte auch mit Feuer besiegbar sein. Dass diese Gift, ja genau, stinkt hier. So, Flammenrad. Mit Wupan ist das doch recht einfach zu besiegen. Galaktiker Rüpel setzt Hunduster ein. Hunduster
Da wollen wir Neo reinrufen, damit es einfach schnell vonstatten geht. Obwohl wir mit Wupan wahrscheinlich auch nur zwei Angriffe gebraucht hätten. Und Lust ist auch ein ziemlich cooles Pokémon. Charmian, da kann eigentlich Neo drin bleiben. Und einfach einmal einen Surfer benutzen. So, gut, dann lässt er uns weiterziehen. Ein bisschen störend, dass die so viele Pokémon haben, anstatt einfach zwei starke. Oh, der hat gar nichts für uns. Was machst du hier? Du willst die Explosion untersuchen? Pah, das ist jetzt auch egal. Wer du bist, das macht eh keinen Unterschied mehr. Denn jetzt brechen wirklich interessante Zeiten an. Alle legendären Pokémon werden in unser Hauptquartier in Schleide gebracht. Okay. Hauptquartier ist in Schleide. Kühnheitsgrotte. Haben wir hier auch... Moment. Okay, das ist nur er. Die Mission verläuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle und das Beste für Team Galaktik. Ich kenne dich doch. Du bist doch das Kind, das in Ewig genau das Gebäude vom Team Galaktik überfallen hat. Pft, Jupiter sollte sich schämen, dass sie sich von einem Kind in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galaktik in den Weg stellt, wird die Konsequenz spüren. Jeder noch so kleine Pieps gegen uns wird von uns übertönt. Okay. Drei Pokémon, das ist gut. Den haben wir schnell besiegt. Dann können wir sogar noch an den nächsten See wahrscheinlich. Ich versuche es jetzt einfach mal mit Feuersturm. Oh, der überlebt das sogar. So, Goldberg ist besiegt. Toxicroak. Toxicroak dürfte die Weiterentwicklung von diesem Giftvieh sein. Ja, ist es auch. Dann schmeißen wir dem auch einen Feuersturm einfach an den Kopf. Und ein Volltreffer. Das ist sehr praktisch. Das dürfte auch das Level-Up für Wupan sein. Unser Gesang füllt uns auch wieder die Energie etwas auf. Level 42. Gibt es eine neue Attacke? Nein. Bronzel, da kann auch Wupan drin bleiben. Das ist nämlich Stahl, soweit ich weiß. Und Stahl wird besiegt von unserem, ach so schön, Feuersturm. Der hat auch wahrscheinlich Feuerrad gelangt. Aber ich wollte jetzt einfach keine unnötige Zeit mit schwachen Angriffen verschwenden. Du bist stark. Jetzt fällt mir, okay. Jetzt verstehe ich wahrscheinlich, warum die andere verloren hat, hat er gesagt. Selbst ich, ein Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galaktik wird die drei legendären Pokémon aus den Seen fangen. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum schaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon von See der Wahrheit gefangen haben. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal raus. Hat dieser Mensch noch was zusammen? Okay. Das heißt, wir sollten... Ja, was machen wir jetzt? Wir laufen erstmal wieder raus. Aber ich denke, wir sollten jetzt einfach zum See der Wahrheit.
wenn hier jetzt nichts kommt. Okay, dann fliegen wir nochmal da unten hin. Das müsste doch der Wahrheitssee sein. Wahrheitsufer. Dann fliegen wir nach Zweiblattdorf, gehen an die See der Wahrheit. Und dann können wir auch den Part beenden. Wir müssen kurz wahrscheinlich noch mit denen reden. Aber das ist schon in Ordnung. Außerdem haben wir hier ein schnelleres Pokécenter. So, wir fahren mit Fahrrad. Erstmal da lang. Was ist eigentlich mit den Bäumen da? Sind die von Bock gefallen, befallen? Wahrheitsufer. Okay. Ah, Lucius, welch ausgezeichnetes Timing. Team Galactic, diese Jungs, so das legendäre Pokémon. Du musst Lucia helfen. Da gibt es 3 Trainer. Ich denke, das ist okay. Wir speichern hier. Und dann verabschiede ich mich und die nächste Folge seht ihr bei Killian. Dann werden wir auch sehen, was es sich mit Team Galactics Plan auf sich hat. Auf Wiedersehen.